Ich begrüße alle unsere Zuschauer rund um den Erdball. Ich bin mir sicher, Sie sind genauso gespannt auf diese Partie wie ich. Wir müssen uns nur noch kurz gedulden, bis die Spieler auflaufen. Danach kann es endlich losgehen. Herzlich willkommen. Ich bin Marco Hagemann, ebenfalls anwesend. Natürlich Hansi Küpper. Hallo Marco, ich hoffe einfach mal, dass wir beide uns würdig erweisen werden. Denn das, was unten auf dem Rasen gleich passieren wird, da bin ich mir sicher, das ist vom Allerfeinsten. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Ein Alleingang. Und er macht sich den Weg frei. Sauber vom Ball getrennt. Der wäre sonst durch gewesen. Allein gegen alle. Er hat dieses Duell nicht für sich entscheiden können. Starker Vorstoß auf der rechten Bahn, aber wo sind die Mitspieler? Die Kugel kommt in die Mitte. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Das ist seine Stärke, das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Sie stehen jetzt ziemlich unter Druck. Ibrahimovic. Trainingszeit, ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Chance. Der geht nicht rein. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Ibrahimovic. Versucht er seine Vordermänner. Er versucht ihn da durchzuspielen. Zum Tor. Da kannst du eine Schablone drauflegen, wie vorhin, und wieder klappt's nicht.
Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Ibrahimovic. Und rüber auf den Flügel. Den nimmt er Volley. Und Kleinigkeiten verhindern den Treffer. Das haben sie und das ist erkennbar im Training immer wieder trainiert. Das Verlagern auf die Flügel, die Flanke, was jetzt noch dazukommen muss, das ist der erfolgreiche Torschuss. Bockstarke Aktion. Da kriegt er den Ball. Das ist ein Foul. Ein Freistoß noch kurz vor der Halbzeit. Werden sie ihn verwandeln? Es war ein Foul, gar keine Frage. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Wenig